Moin moin, heute mit dem Blick in den DAX auf Silber und bei den Währungen habe ich mal wieder Neuseeland-Dollar, US-Dollar auf der Uhr. Da schauen wir nochmal genau hin, was gerade los ist. Macht Sinn in der aktuellen Verordnung. Und dann nehme ich mir natürlich heute wie immer auch sehr, sehr gerne Zeit für den ein oder anderen Wunschmarkt. Das gleich live jetzt hier und natürlich wie immer meine Einladung. Wie schon gesagt, Wunschmärkte. Wer etwas auf der Uhr hat, ruhig frühzeitig rein in die Chats auf Facebook oder auch auf Zoom. Und dann kann ich mich direkt in der Sendung darum auch mit kümmern. Ich bekomme auch gerade schon die ersten Rückmeldungen hier. Heute sogar einen wunderschönen guten Morgen, ne? Klasse. Leute, läuft. Im DAX läuft es nicht so, deswegen schauen wir da genau hin, was hier an dieser Stelle passiert. Zuvor allerdings, wie immer, der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Ich bitte, das hier im Hintergrund Stehende in Gänze auch zur Kenntnis zu nehmen. Und damit gehen wir, bevor wir in die Charts reinschauen, auf die Tagesnachrichten ein. So viel gibt es heute nicht. Am Nachmittag erwartet uns das Conference Board Verbrauchervertrauen aus den USA. Am späten Abend dann Einblick in die API Rohöl-Lagerbestände und wir haben heute Morgen um 8 Uhr schon Zahlen bekommen vom britischen Arbeitsmarkt. Auch wenn hier grüne Zahlen stehen, bitte nicht verwirren lassen. Es ist weiterhin sehr, sehr, sehr angespannt, die ganze Geschichte dort. Und das wird auch wahrscheinlich noch eine ganze Weile so bleiben, weil das Thema COVID-19 in Großbritannien natürlich extreme Auswirkungen auch hat. Dann haben wir das Thema Brexit. Also es ist alles nicht so einfach dort zu sehen und das sehen wir entsprechend auch an den entsprechenden Zahlen hier. Die Arbeitslosenquote, die wir hier haben für November, ist wieder angestiegen. Die ist aber nur grün hinterlegt, weil die Analysten mehr erwartet hatten, also einen höheren Anstieg. Aber wir sehen es, die Arbeitslosenzahlen nehmen entsprechend zu. Und das ist halt schwierig, weil das hat dann direkt auch Auswirkungen auf das Geld, was die Bürger in Großbritannien zur Verfügung haben, wenn sie es denn dann irgendwann mal wieder ausgeben können. Die haben ja die gleichen Probleme wie wir hier in Deutschland. Thema Lockdown, Thema Ladenschließung und so weiter und so fort. Das belastet schon. Und wo wir hier gerade beim Thema Belastungen sind, würde ich sagen, gehen wir gleich mal in den Chart vom DAX rein. Ich habe es im Blog geschrieben. Moment, ich mache gleich mal noch das Bild wieder entsprechend groß hier, dass es jeder auch gut sehen kann. Im Blog hatte ich es geschrieben für den heutigen Handelstag. Wir haben entsprechend weiterhin den Aufwärtstrend im DAX. Der ist schon noch intakt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir hier in eine riesen Bärenmarkt-Rallye eintauchen und wir deutlich tiefere Kurse aus rein charttechnischer Sicht erwarten müssen. Aber was man halt an dieser Situation auch sieht und auch sehen kann, dass der Markt halt immer wieder sehr, sehr positiv auf alles reagiert, was an positiven Meldungen auch zu Covid-19 beispielsweise kommt. Aber wir merken es auch, sobald es irgendetwas gibt, wo man ein Haar in der Suppe findet, wo es vielleicht Sachen gibt, die mit Covid-19 nicht so gut laufen, wie beispielsweise gerade das Thema Impfstoffversorgung in Deutschland. Ja, da will ich die Diskussion jetzt gar nicht weiter anfangen, das können andere Leute machen. Aber wir merken, dass da die Trader im DAX sehr, sehr sensibel drauf reagieren an dieser Stelle. Ja? Das andere, was kommt, ist das Thema Lockdown. Wie sieht es denn in der deutschen Wirtschaft aus? Wir hören ja aus den Büros unserer Regierung die Stimmen, wo man merkt, okay, das Thema Lockdown, Light oder wie man auch immer das, was wir jetzt haben, bezeichnen möchte, wird wohl wahrscheinlich noch bis Ostern dauern, aber man wird oder ist am Überlegen, ob man so in kleinen Tippeltappe-Schritten Lockerungen bringt, zum Beispiel das Thema Schulen, das Thema Kindergärten, das Thema Friseure. Man wird sehen, wie es sich entwickelt, aber die Wirtschaft geht schon davon aus, dass das Ganze schon noch ein ganzes Stückchen dauern wird, aufgrund der großen Sorge vor diesen Virusmutationen und dann natürlich die Einschränkungen momentan durch die Verfügbarkeit der entsprechenden Impfstoffe. Also all das sind Dinge, die momentan immer mal wieder aufflammen und die dann den DAX entsprechend belasten. Das ist die eine Seite. Da kommen so ein bisschen die Pessimisten, die Ängstlichen durch. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch immer wieder, dass wir, sagen wir mal, Schnäppchenjäger haben. Ich bezeichne die jetzt einfach mal als Schnäppchenjäger. Man könnte auch sagen, es sind die strategischen Trader an den Märkten, die die niedrigen Kursen immer wieder zum Einstieg nutzen, weil Sie ganz einfach auch sehen, es wird mittelfristig eine Lösung geben für die ganze Geschichte mit Covid-19 und das wird sich dann wiederum positiv auf die Wirtschaft auswirken und auch wenn die Wirtschaft momentan stark gebeutelt ist, es wird eine Erholung geben und diese Erholung wird dann mit guter Wahrscheinlichkeit auch positive Auswirkungen auf die Entwicklung im DAX haben und das sind so die Sachen, die man jetzt so ein bisschen miteinander abwägen muss. Ich habe jetzt hier mit Absicht zunächst erstmal das Wochenbild oder den Wochenchart vom DAX entsprechend auf der Uhr, denn wir haben hier an dieser Stelle natürlich auch schon gesehen oder wir sehen, dass wir hier ein Level haben, das auf der großen Sicht durchaus ein interessantes Level ist, denn hier haben wir einen kleinen Unterstützungsbereich. Schaut mal, hier unten, Moment, jetzt muss ich schauen, jawohl, hier, guckt euch das mal an. Dieses Level hier, ich sag mal so grob in dem Drehbereich 13.600 bis 13.550. Das war hier drüben und hier jetzt auch immer wieder so ein bisschen das Level, wo die Schnäppchenjäger zunächst zugeschlagen haben. Das muss man so ein bisschen auf der Uhr haben. Gerade auch die kurzfristigen Trader sollten dieses Level ganz genau im Auge haben, denn wenn es bricht, könnte es durchaus relativ flott hier in diesen Ausbruchsbereich hier unten gehen. 13.400 Punkte. Das wäre dann allerdings auch hier kein klassischer Bärenmarkt, sondern es wäre hier eine klassische Ausweitung der Korrektur im großen Bild über die Preisleiste. Und da sehen wir ja, dass wir durchaus das Potenzial haben, hier die Ausweitung runterzukriegen. Und da ist auch noch ein bisschen Luft, ohne dass man hier im größeren Bilde jetzt gleich die große Sorge haben muss, hier geht jetzt irgendwas kaputt. Ich zeige auch gleich mal noch im großen Bild, dass man auch hier schon erkennen kann, was ich gerade erkläre. Im kleineren Bild wird es ein bisschen deutlicher. Aber hier an dieser Stelle, schaut euch an, hier haben wir ein trendiges Verhalten. So, ne? Das ist das, was wir hier sehen. Das ist das, was wir auch gleich im Tageschart sehen. Und damit sehen wir hier an dieser Stelle halt auch hier unten den nächsten, sage ich mal, Auffangbereich. Und der liegt halt irgendwo so im Schwungumfeld um die 13.000 bis 13.070, 80 Punkte Marke. Wie schon gesagt, das ist etwas, das sehen wir gut und gerne hier entsprechend auch im Tageschart. Und was wir hier halt auch sehen, ist, dass dieses Level, was ich gerade hier grün markiert habe, dass das natürlich auch hier hinten schon mal relevant für den Markt war. Damals allerdings noch als Widerstandsbereich und das große Vorteilhafte hier war ja, dass wir hier drüber gegangen sind und dann dieser Bereich von oben verteidigt wurde. Und das gibt halt diesem Level hier unten sozusagen eine zusätzliche Stütze. Soweit sind wir hier noch längst nicht fortgeschritten und ich denke auch, wir werden mal sehen, was diese Woche noch passiert, denn diese Woche wird noch einiges passieren, auch wenn wir momentan immer mal wieder nicht so schöne Zahlen aus Deutschland bekommen. Wir haben Berichtssaison, gerade auch in den USA, im S&P 500 beispielsweise werden diese Woche grob ein Viertel aller Unternehmen sozusagen die Zahlen vorlegen. Das ist schon mal eine Hausnummer und wir wissen ja, dass es da immer wieder zu kurzfristigen Verwerfungen an den Indizes kommen kann und wenn sowas dann durch ist, dann fängt der Markt wieder neu an, sich zu sortieren und eine Linie zu finden und das könnte durchaus auch auf die anderen Indizes abstrahlen und damit mache ich jetzt mal den Wechsel in den Tageschart im DAX und da sehen wir, was ich gerade auch avisiert hatte, hier an dieser Stelle, Moment, jetzt muss ich mal schauen, dass ich auch alles reinkriege. Na gut, egal, wurscht, zeichnen wir den Rest wieder rein, Lower Timeframe, zack, hier rein und das sehen wir, Moment, hier ist er. Den laufenden Abwärtstrend auf der Tagesbasis. Ne? Das ist das, was wir jetzt so schön nach unten laufen sehen. Das ist die Korrektur innerhalb dieser großen Aufwärtsdynamik, die ich gerade auch auf der Tagesbasis gezeigt hatte. Und das ist jetzt tatsächlich interessant. Und wir sehen mit Blick auf den Tag, dass wir halt wirklich hier unten dieses leichte Stützlevel haben. Der Bereich 13.560 bis 13.600. Dieses Level ist wirklich sehr, sehr, sehr interessant. Bricht das weg, zeigt uns das wirklich, dass der Markt dieses Level aufgibt und die Bullen momentan wirklich extrem wenig Lust haben, am Markt aktiv zu werden. Aber wenn dieses Level verteidigt wird, dann wird es wirklich sehr, sehr interessant. Wir gehen nochmal ganz kurz auf die Unterseite. Ein Bruch des Ganzen, wir sehen es hier auch im Tageschart, bringt halt wirklich diese relevanten Marken um die 13.400 ins Spiel. Das sehen wir hier, was der Markt hier gemacht hat. Widerstand, 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 bumm, drüber. Hier hat das Ganze sofort, sage ich mal, Käufer wieder in den Markt gezogen. Hier gab es natürlich einen massiven Spike nach unten und da kommt in diesem Spike nach unten dieses zweite Auffanglevel, grob über den Daumen 13.050, das kommt dann hier wieder ins Spiel. Diese Marke ist viel, viel häufiger verteidigt worden, deswegen auch viel, viel stärker. Also, das sind zwei Level, die wir hier auf Tagesbasis sehen, wenn es tatsächlich nach unten brechen sollte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, und das ist für die kurzfristigen Trader durchaus interessant. Sollte es dazu kommen, dass die Schnäppchenjäger weiter an Bord bleiben, und das ist ja das, was wir immer wieder gesehen haben, hier auch der Markt geht nach unten, kauft wieder nach oben, gestern auch deutlich nach unten gegangen und zwar richtig heftig, dann trotzdem wieder nach oben gekauft. Und jetzt sehen wir auch wieder momentan hier in der, sage ich mal, vorbörslichen Handelszeit, so ein leichtes Kaufinteresse der Trader. Und das Ganze schauen wir uns jetzt mal eben noch im Stundenchart an. Muss ich ein bisschen zusammenraffen, dass wir sehen können. Hier wird es jetzt halt wirklich interessant zu sehen, was passiert. Denn wir sehen hier an dieser Stelle natürlich, der Abwärtsdruck ist da, aber wir sehen auch dieses Verhalten an diesem Auffangbereich hier oben, hier unten, na, hier Kaufinteresse, hier muss man sehen, was so kommt. Im größeren Bild ist der Abwärtstrend halt da, aber hier in diesem kleineren Bilde, da sehen wir schon relativ schnell, wo es hingehen kann. Denn, schaut mal, wenn dieses Level, was wir hier oben drin liegen haben, dieses hier im Drehbereich um die, naja, ich sag mal so ganz grob 13.745, ne? Das ist ein Widerstandsbereich. Wenn das rausgenommen wird, dann haben wir durchaus Chancen, zur Oberseite reinzulaufen. Für die Kurzfristtrader ist es dann natürlich interessant, wenn wir schön Dynamik bekommen, hier oben, die Anlaufbereiche über den Daumen, knapp 13.948 bis 50 hier oben, dann hier dieses größere Verkaufslevel um die 14.020 und dann ist der Weg schon wieder offen Richtung Allzeithoch. Das sind mal die Marker, die wir hier auf der Oberseite da haben. Die Frage ist halt nur, wann startet der Markt tatsächlich nach oben und wenn ja, also von welcher Position aus und wenn ja, mit welcher Dynamik? Und das ist das, wo wir jetzt stehen müssen, wie es hier losgeht und die, sag ich mal, die Traderinnen und Trader, die sich auf Basis der jetzigen Situation ein Handelssetup für den DAX zurechtlegen wollen, die brauchen natürlich hier im kurzfristigen Bild den ganz kleinen Zeitrahmen. Das heißt, wir ziehen uns hier mal diesen Bereich hier auf die Agenda, weil das war der letzte Rutsch nach unten in diesem Abwärtstrend, den wir hier drinnen haben. Und davon sehen wir jetzt erstmal nur die Korrektur. Das ist diese schöne ansteigende Kerze, die wir hier haben. Und dann brauchen wir natürlich das Zwischentief an dieser Stelle, denn wenn wir da runterlaufen, dann haben wir den Weg nach unten offen und da sehen wir dann entsprechend Anlaufpunkte rüber. Und das nächste, was wir dann an dieser Stelle auch haben, wartet mal, da ziehe ich mir hier gleich mal noch eine Linie rum, wäre dieser Drehbereich hier, ne? Dieses Level hier, beziehungsweise, Moment, ich mache diese Linie mal kurz in grün, das ist nämlich ein Auffangpunkt und dann, es ist weit weg, ich weiß, aber wir sollten das Ganze trotzdem so ein bisschen auf der Uhr mit haben, also hier drüben, grob der Umschwungbereich, 13.400 knapp in die 40 und dann haben wir noch hier im Kleinstbereich dieses kleine, sage ich mal, Kauflevel, beziehungsweise hier dieses Level 13.517 und hier unten 13.480. Das sind so Marker, die sind zwar charttechnisch eine ganze Weile weg, aber durchaus noch mit der ein oder anderen Order versehen, sodass der Markt hier durchaus reagieren könnte. Und damit gehen wir jetzt mal eben in den 5-Minuten-Chart rein. Da möchte ich nämlich zeigen, wie so eine Aufwärtsdynamik ablaufen kann. Wir sehen es hier im kleinsten Bereich. Mal schauen, hier, das hier ist der Abwärtstrend, den wir da haben und da sehen wir jetzt schon, hier sind die letzten Zwischentiefs rausgenommen worden. Auch dieses Level, was wir hier sehen, schaut mal, diese Marke hier, da war es Widerstand, Unterstützung, gebrochen wurden. Dann hier der Test, Widerstand runter, jetzt sind wir schon drüber gelaufen und das ist der Punkt. Geht es jetzt hier oben drüber, haben wir gute Chancen, zumindest kurzfristig erstmal die höheren Level hier anzulaufen. Also grob die Marke um die 13.600 und ein paar 91, dann hier oben diesen Schwungbereich um die 13.718 und dann könnte es schon relativ flott auf die 13.746 gehen und dort trennt sich dann die Spreu vom Weizen. Wenn wir dieses Level übernehmen, dann sind wir in der Situation, dass wir auch auf der Stundenbasis ein wichtiges Level rausnehmen. Also ich gehe nochmal kurz in die 5 Minuten rein. Hier oben, ne, das wäre hier die 13.746 und im Tageschart haben, oder im Stundenchart haben wir hier dieses Level hier. Damit würden wir den Abwärtstrend rausnehmen und das würde dann das Potenzial nach oben hin deutlich ausweiten. Das ist das, was wir im DAX momentan sehr, sehr schön auch mit sehen können. Hier mit Blick auf den deutschen Leitindex. Weiter geht's mit dem Blick in Silber. Dann gehen wir flott mal in die Währungen rüber. Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Und dann geht es schon in die Wunschmärkte rein. Die gucken wir uns dann auch direkt gleich mit an. Zunächst erstmal eben noch flott der Blick in den Silberpreis. Kurzen Augenblick. Wir hatten ja gestern eben Gold auf der Uhr, aber Silber ist auch immer wieder interessant, gerade für das kurzfristige Trading. Und wenn wir uns den Silberchart mal eben anschauen wollen, dann sehen wir hier auch hier dieser Kampf runter, hoch. Es läuft einfach hin und her und findet im Mittelfristbereich aktuell keine klare Richtung, aber für den kurzfristigen Bereich ist die aktuelle Verortung relativ interessant. Hier der Blick in den Tageschart zeigt schon, wir haben hier unten zwei Tagestiefs liegen, die im Bereich von 25 US-Dollar immer wieder Kaufinteresse gesorgt haben. Das heißt, diese Marke ist relevant und diese Marke zeigt uns halt auch im Kurzfristbereich, wo es hingeht. Ein Abprall davon wäre durchaus interessant für die Oberseite, das Ganze ein Stück weit nach oben zu ziehen. Sehen wir im Tageschart schon sehr schön liegen. Hier oben der Bereich knapp über 26 US-Dollar auf der Oberseite. Die Unterseite, wenn es da drunter geht, haben wir halt den Weg nach unten hin relativ gut frei. Und deswegen schauen wir uns auch das mal eben im Stundenchart mit an. Und da sehen wir halt, dass der Markt hier schön trendig nach oben gestiegen ist und dass wir hier jetzt wieder diesen Wechsel hatten in einen Abwärtstrend nach unten laufend. Und hier ist jetzt das Kleinste interessant, ja, und das ist das, was ich gerade auch angezeigt habe. Auf dem Weg nach oben wird es durchaus interessant und zwar hier an ein paar wichtigen Markern. Ja. Ich zeichne das mal ganz kurz ein, hier an dieser Stelle, also im Kleinstbereich hier müssen wir über die 25,50, um die Chancen für die Oberseite wahrzunehmen. Sollten wir hier unten unter das Zwischentief fallen, hier unter die Marke von 25,15, dann ist der Abwärtstrend generell auch auf der Uhr im kleinen Bereich. Ja? Und das ist dann der Weg, der sich nach unten bahnt. Das heißt, das bitte mit auf der Uhr haben für die Handelssetups. Da können wir sehr, sehr schön sehen, wo die Richtung sozusagen dreht. Und das sehen wir halt auch hier im Trendverlauf. Schaut, hier hat der Abwärtstrend sozusagen seinen Ursprung genommen. Und jetzt geht es halt im größeren Bereich darunter. Und hier sehen wir, im kleineren Bereich haben wir halt hier die korrektive Aufwärtsphase gehabt, leicht trendend, ja, sehr, sehr schön zu sehen. Und dann ging es relativ flott wieder in die Unterseite rein, also hier ab, dann hat sich der Abwärtstrend gebildet. Und jetzt ist halt die Sache, wenn es tatsächlich unten drunter läuft, setzt sich dieser kleine Abwärtstrend fort, dann haben wir die Chance, hier unten unter die 25-Dollar-Marke zu fallen und dann können wir uns nach unten sozusagen ausdehnen und da sehen wir es schon hier, dieser Bereich hier, da ist ein Zwischentief um die Marke von 24,73 und dann haben wir schon sozusagen der Weg in dieses Tief hier unten um die Marke von knapp 24,08. Also wir haben auf der Oberseite wie auch auf der Unterseite interessantes Potenzial. Drehpunkt aktuell hier die 25,15, fällt er hier drunter, dann wird es spannend, dann haben wir hier wieder den nächsten Abwärtstrend im Abwärtstrend. Also wir haben einige Abwärtstrends hier und das wäre dann die Bestätigung für die Shortseite zur Ausführung nach unten. Wenn wir dann hier unten stehen, wird es spannend, deswegen die Linie hier noch in grün. Gibt es eine Verteidigung, dann können wir die Oberseite planen. Fällt der Markt durch, können wir schön die Unterseite planen. Also auch hier sehr interessant von der klassischen Verortung her. Gehen wir zum Neuseeland-Dollar, US-Dollar. Hier hatten wir, Moment, hier ist er, da haben wir einen schönen stehen. Aktuell eine sehr, sehr interessante, sag ich mal, Lage, die wir hier haben. Dieser Bereich hier unten, der ist aktuell extrem wichtig, denn Hier hat der Markt die Chance, nach unten rumzudrehen. Und das ist halt das Ding, wenn wir den uns jetzt mal auf Tageschart auch anschauen wollen, hier auf Tageschart-Basis, dann sehen wir halt relativ klar, Moment, ich mache mal hier ein paar Marker raus aus dem Chart, die wir jetzt nicht brauchen, dann sehen wir schon an dieser Stelle relativ klar, dass wir durchaus deutliches Abwärtspotenzial haben und dass es hier oben zu einer Umkehrformation kommt. Ich gehe mal ganz kurz auf den Wochenchart hoch. Wir haben es gesehen an dieser Stelle, der Markt ist hier sehr weit hoch gelaufen und jetzt sehen wir halt die Gegenbewegung und hier wackelt der Markt so ein bisschen hin und her. Ich hatte es ja schon in der letzten Besprechung zum Währungspaar gesagt, diese Wochenkerze, die wir hier haben, also diese schwarze hier, wenn die unterschritten wird, setzt sich die Abwärtsdynamik fort. Das hatten wir hier in der Vorwoche gehabt, ging es leicht runter, aber wir haben halt die Kaufinteressen wieder da gehabt, dass der Markt nach oben gegangen ist und das ist jetzt das Spannende. Wir sehen an der Oberseite sofort wieder die Verkäufer reinkommen und das gibt uns jetzt die Möglichkeit, in die Abwärtsrichtung zu traden. Und wenn wir uns das mal eben auf Tagesbasis anschauen wollen, wir gehen gleich nochmal in die kleinere Zeiteinheit, weil in der kleineren Zeiteinheit ist es momentan sehr, sehr interessant. Wir sehen auf der Tagesbasis tatsächlich schon den Abwärtstrend. Schaut mal, der ist da und wir sehen jetzt hier oben sozusagen die Konsolidierung, die wir hier haben. Und da sehen wir sehr, sehr stark, dass der Druck von oben kommt und unten noch keine Entscheidung getroffen worden ist. Und von dieser Verordnung haben wir halt die Chance, wenn wir jetzt hier unten dieses Level rausnehmen, dann haben wir die Abwärtstendenz wieder da. Das wäre das klassische Umkehrsignal auf der Oberseite. Ein fallendes Dreieck in dieser Verordnung ist ein bärisches Zeichen. Und wenn der nach unten ausbricht, dann ist der Weg erstmal frei hier zum Zwischentief unten rein, also grob die Marke 0,7102, das Tief hier oder sagen wir mal 0,71 und dann der Weg nach unten hin offen und das ist jetzt wirklich herausfordernd für die Trader, die sich sagen, ich komme mit den Trends noch nicht so richtig zurecht, aber für diejenigen, die da die richtige Lesweise haben, ist das echt ein tipptopp, sage ich mal, Szenario für die Shortseite, denn hier, ich zeichne es nochmal ganz kurz ein, hier sehen wir schön den Trendverlauf nach unten, der ist da, der hat jetzt schön korrigiert und jetzt gibt uns echt der Markt die Chance, hier nach unten zu laufen, hier zack, zack und dann hier drunter, dann haben wir den Abwärtstrend, wir sehen auch hier oben dieses Level, das war das Verkaufslevel, ran, runter, nochmal ein Test, dann wirklich runter, das ist spannend und hier oben sehen wir den nächstgrößeren Widerstand und wenn wir hier tatsächlich umkehren, dann ist der Weg halt offen und frei zur Chartunterseite und da sehen wir es halt hier, Kurse unterhalb von 0,71, was haben wir hier im Tief, muss man mal kurz gucken, 0,7166 stehen da, das Ganze hier an dieser Seite, jawohl, genau ein fallendes Dreieck ist bärisch in dieser Verortung auch, habe ich bullisch gesagt, ich hoffe nicht, dass ich bullisch gesagt habe, ich meine natürlich bärisch, wir sind ja hier entsprechend im Abwärtstrend verortet, also wenn es hier drunter geht, unter die 0,7166, dann der Weg offen, reine Zielplanung hier an dieser Stelle auch zu sehen, zunächst mal erstes Umschwunglevel hier, grob das Level um die 71, knapp 40 und dann können wir uns auf die Swinglows konzentrieren. Hier unten dieser leichte Boden über den Daumen, die Marke von 0,71 und dann der Auffangbereich hier, wenn ich es ein bisschen kleiner mache, sehen wir es besser hier, dieser größere Auffangbereich um die 0,70 beziehungsweise kann man noch klein zwischendrin hier dieses Kauflevel etwas oben drüber, die 0,7030. Also hier an dieser Stelle. Das passt, also somit die Unterseite hochinteressant, kommt es hier zum Abprall, ja, dann muss man erstmal schauen, wie es oben ausschaut und da dürfen wir nicht vergessen, wie schon gesagt, hier unten, Moment, ich ziehe das mal ganz kurz nach oben, hier dieses Widerstandslevel, das wäre mal der erste Bereich und solange wie das hier oben nicht aus dem Markt rausgenommen wird, braucht man sich hier keine großartigen Avancen zu machen auf die Long-Seite, solange wie wir immer wieder da oben abprallen, sehen wir den Verkaufsdruck und das ist interessant. Eins bitte ich allerdings an dieser Stelle im Kopf zu behalten, wir haben morgen den Fed-Tag, ja, und da kann sehr, sehr viel Bewegung reinkommen. Das bitte auch auf der Uhr mit haben. Im langfristigen Bild wird das möglicherweise nicht wirklich viel verändern. Ich gehe auch mal davon aus, entsprechend, dass der Markt hier ein bisschen verhalten auch reagiert, aber sozusagen, wenn quasi der Markt hier eine Entscheidung trifft, dass der US-Dollar stärker oder schwächer wird, hat das halt direkte Auswirkungen hier an dieser Stelle auf das Währungspaar und das muss man halt so ein bisschen in dem Trading mit in Betracht ziehen. Das heißt, entweder das Ganze deutlich kurzfristiger anlegen oder aber im Risikomanagement entsprechend auf diese Dinge aufgehen. Das ist der Blick hier in den Neuseeland-Dollar. So, und dann gehen wir mal eben ganz kurz hier auf die Wunschmärkte ein. Ich bekomme immer wieder an dieser Stelle Anfragen zum Thema Bitcoin auch. Es gibt eine Regularien, dass man den Bitcoin als CFD nicht traden darf. Diesen Regularien unterliegt Tickmill und aus diesem Grund haben wir den Bitcoin hier an dieser Stelle nicht mit dem Angebot und aus diesen rechtlichen Gründen darf ich halt dazu entsprechend auch nichts sagen an dieser Stelle. Aber wer mag, einfach mal bei dem Wall Street Traders Lunch kurz die Nachfrage stellen. Das mache ich immer dienstags um 12:30 Uhr auf meinem privaten Profil. Na, da quatsche ich, Mike Seidel, über meine Ansicht der Börsen. Das geht dann mehr in Richtung Aktienmärkte, aber da kommen auch immer wieder interessante Themen mit rein. Und wer da Interesse hat, heute Mittag einfach mal kurz reinschalten, die Frage nochmal stellen und dann kann ich ganz kurz entsprechend auch darauf mit eingehen. Ne? Hier sehen wir gerade mal schön die Entwicklung. Hier kommt tatsächlich jetzt nicht wirklich Kauflust auf und wenn das bricht, sehen wir hier den Weg nach unten offen. Also sehr, sehr interessant hier im Neuseeland-Dollar. So, und jetzt muss ich mal schauen in die Wunschmärkte rein. Jawohl, wir haben tatsächlich noch zwei. Wir haben den Nasdaq auf der Uhr. Eieiei, da ging in letzter Zeit echt die Party wieder ab an dieser Stelle. Aber auch hier sieht man, dass nicht alles so einfach ist. Also hier sehen wir an dieser Stelle schön die gestrige Kerze, der Nasdaq auf Allzeithoch an dieser Stelle. Bitte auch beachten, Nasdaq hat, oder wir haben aktuell Berichtssaison auch in den USA und da kann es natürlich immer wieder zu kurzfristigen Ausschlägen kommen, aber wir sehen, der Nasdaq ist natürlich wieder absolut der Mega-Bulle. Gestern gab es hier tagsüber deutliche Bewegungen. Es gab, sag ich mal, wie soll ich sagen, naja, es gab so ein paar Trader, die haben in einer Regierungspressekonferenz, beziehungsweise ich habe jetzt den Namen von dem Herrn nicht auf der Uhr, der da gestern gesprochen hatte, wo es so ein bisschen Zweifel gab an der, sag ich mal, Macht sozusagen der aktuellen Wirtschaftsförderprogramme und zack, zack, ging es erstmal ein Stück nach unten, aber die Märkte haben sich dann wieder berappelt und das ist das, was wir momentan im Nasdaq auch sehen, eine schöne Stärke auf Tagesbasis. Kurzfristig schauen wir uns das Ganze jetzt allerdings mal im Stundentrend an und da sehen wir nämlich aktuell ein schönes Level, wo wir hier nur Unterstützung haben und zwar ist das hier unten der Bereich so grob um die Marke von 13.300 Punkten. Da sehen wir es, da haben wir im Stundenchart hier in den letzten Tagen immer wieder, wenn der Markt darauf gegangen ist, Kaufinteresse bekommen. Also hier runter, rauf, hier gestern, zack, sah bald aus wie ein kleiner Attacke, Panikmodus hier und dann direkt wieder nach oben. Und jetzt ist es halt wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Ne? Wir haben es gesehen, hier die Verkauflevels sind raus, dann direkt wieder die Käufer rein. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend zu sehen, denn wir haben hier durchaus die Chance, dass sich hier sozusagen ein Aufwärtstrend entsprechend gibt. Und dieser Aufwärtstrend hat die Chance dann wieder deutlich nach oben zu laufen. Und da ist es jetzt halt hochinteressant zu sehen, was passiert hier. Denn wir haben hier so eine Art Konsolidierung auf dem aktuellen Niveau, knapp unter 13.400 Punkten. Und das ist so eine Art Seitwärtsrange. Und hier wird sich jetzt entscheiden, wird die Range nach oben oder nach unten gebrochen. Im kleinen Bereich, die Range nach unten gebrochen, könnte relativ flott zum Test der 13.300 Punkte Marke führen. Die Range nach oben gebrochen heißt, wir können relativ schnell dazu ansetzen, dass wir hier oben auf das Hoch drauflaufen, knapp unter 13.500 Zählern. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen wollen, diese Abwärtsbewegung hier, dann sehen wir halt jetzt mal im 5-Minuten-Chart, wie das Ganze ausschaut. Ne? Und da sehen wir hier direkt die Erholung, oben wieder schön trendig rauf, jetzt die Korrektur, auch ein Abwärtstrend da, aber wir haben hier entsprechend kein neues Zwischentief gemacht, sondern ein leicht höheres Tief. Und wenn dem so bleibt und wir aus dieser Range mit einem höheren Tief ausbrechen, dann hätten wir sag ich mal, im kleinsten Bereich einen Aufwärtstrend trendierenden Markt und dann können wir uns auf die Oberseite setzen und da sehen wir halt hier diesen Bereich knapp um die 13.455 Punkte Marke. Das wäre dann der erste Anlaufbereich, der erste Widerstand in dem Maße und wenn wir den auch noch nach oben wuppen, dann hier oben nächster Anlaufbereich im Kleinen um die Marke von 13.480 und dann haben wir hier oben schon den Schwungbereich etwas über 13.490 Punkten. Ne? Und dass dieses kleine Level hier um die 13.490 180 wichtig ist. Sehen wir, was hier drüben passiert ist, im kleinsten Bereich. Dort ist das Level gewesen, als der Markt ordentlich nach unten durchgezogen ist. Das hat den Markt unten rausgenommen. Hier sind die ganzen Zwischentiefs auch rausgenommen worden. Und als dann plötzlich keine Zwischentiefs mehr da waren, ja, hier unten hat der Markt einfach nichts mehr gefunden. Schaut mal hier, da war dann Ebbe. Hier kam dann einfach keiner mehr, der verkaufen wollte. Und deswegen hat der Markt da rumgedreht. Das ist alles abgefrühstückt worden. Die Orderkaskade nach unten wurde rausgenommen und dann versiegt das Ganze. Und dann sieht man sozusagen, dass es hier an dieser Stelle mit reingeht. Gut, das hätten wir an diesem Punkt mit Blick auf den Nasdaq, auch im kurzfristigen Bereich. Und dann gehen wir jetzt noch auf den britischen Pfund US-Dollar ein oder auf das britische Pfund US-Dollar, auch bekannt als Cable. So, ich muss es nur flott raussuchen. Da ist der Euro, da ist britisch Pfund. Hier an dieser Stelle und hier sehen wir es schon. Ich hatte es avisiert, Ausbruch aus der Keilformation ist komplett am Laufen. Ich hatte das im Research am Sonntag, hatte ich dieses Szenario ja auch beschrieben und das ist genau das, was der Markt momentan spielt. Hier geht es jetzt quasi in die Korrektur des großen Bildes. Ich gehe noch mal kurz auf den Wochenchart und wir sehen es jetzt hier halt im Wochenchart, der Aufwärtstrend, den wir hier drinnen liegen haben, der ist grün markiert hier an dieser Stelle, der ist weiterhin intakt. Moment, ich mache das grün markierte mal kurz ein bisschen dicker, damit wir es ein bisschen besser hier erkennen. Also hier jetzt wird die letzte Bewegung sozusagen angefangen entsprechend zu korrigieren. Das ist das, was wir jetzt sehen, der Ausbruch aus diesem Keil raus. Deswegen gehe ich mal ganz kurz in die kleine Zeiteinheit rein. Also das ist das, was ich gestern auch wirklich hier vorgestellt hatte, wo man sich wirklich auf die Lauer legen sollte. Und jetzt sehen wir es halt, der Ausbruch ist da, der Abwärtstrend setzt sich fort. Wir haben jetzt hier diverse Abwärtstrends ineinander laufen. Also auch wenn ich den kleineren Zeitrahmen mal reinmache, ne? Alles rot geht ordentlich nach unten. Der höhere Zeitrahmen zeigt uns grün an, das ist die Korrektur und wir sehen es halt hier an dieser Stelle, die Anlaufmarker zur Unterseite sind halt die, die wir da haben. Im größeren Bild, wenn man mal diese SKS, die jetzt hier getriggert worden ist, mal nimmt, haben wir das Potenzial von der Nackenlinie bis zum Kopf oben hin mal unten reinzulaufen, bis knapp 1,3520. Ansonsten hier an dieser Stelle natürlich die kleinen Zwischentiefs, immer wieder interessant, die lege ich mal ganz kurz rein, also das, was hier jetzt kommt, diese Zwischenlevel hier, ganz grob um die, was haben wir, 1,3604, dann haben wir hier diesen Drehbereich um die 1,3585, hier dann dieses kleine Zwischentief um die Marke von 1,3573 bis 75 und dann hier unten noch dieses Level um die Marke von 1,3530. Danach haben wir schon mal diesen Bereich abgefrühstückt, den wir hier aus der Schulterkopf-Schulterformation haben. Wenn es dann tatsächlich noch deutlicher nach unten gehen sollte, dann hier ganz klar, muss ich ein bisschen kleiner raffen, dann kommt dieser größere Drehbereich hier unten ins Spiel um die Marke von hier haben wir es knapp 1,3450, dieser große grüne Auffangbereich. Die Luft nach unten ist definitiv da. Sollte es jetzt hier kurzfristig zu einer Gegenbewegung kommen, auch das brauchen wir natürlich im laufenden Abwärtstrend, gibt es ja immer mal wieder Korrekturen. Das für die kurzfristigen Trader, die sich sagen, gut, jetzt habe ich den Rutsch verpasst, aber vielleicht möchte ich ja in der Korrektur einsteigen. Da können wir einfach sehen, der Rutsch nach unten, den wir hier gehabt haben, wir schauen uns diesen Trendverlauf mal eben in den 5 Minuten auch an. Da sehen wir hier ganz klar, wenn ich es eng genug zusammenraffe, natürlich den großen Abwärtstrend, ne? Also der ist schön hier drinnen, übergeordnet kann ich den mal reinpacken, da ist er da, also hier Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, jetzt haben wir hier die Bewegung sozusagen aktuell am Laufen und wenn wir uns das Bild jetzt mal anschauen wollen, hier oben haben wir natürlich das Ausbruchslevel, aber vorher gibt es noch andere interessante Level, denn nämlich hier ist das Level gewesen, als sich dieser, sage ich mal, trendige Verlauf hier, ich skizziere es mal ganz kurz an, fortgesetzt hat, zur Unterseite hin, das heißt hier, Moment, das war das falsche Zeichentool, wir brauchen die Linie, also grob, hier ging das Ganze nach unten los und hier in diesem Level hat sich natürlich der Abwärtstrend fortgesetzt an diesem Punkt. Also es gab hier diesen Ausbruch, das ist die eine Seite, wenn man das Ganze mal auf Trendbasis legt. Hier das Ausbruchslevel, das wäre natürlich ideal für einen Retest. Der Retest hat hier oben ja schon zweimal stattgefunden und es gab wieder Abprallbewegungen. Das mal auf das große Bild gezogen. Wer das Ganze im kleinsten Bild sehen möchte an dieser Stelle, der schaut einfach mal auf den Trendverlauf in den 5 Minuten. Also nur diesen Schub nach unten hier und da wäre ein Korrekturlevel, wo man sagen könnte, okay, das mal genommen, möglicherweise hier der Ausbruch, das erste Anlauflevel. Das war dann auch eine schöne tiefe Korrektur. Muss man sehen, bleibt der Markt allerdings schwach hier. Wir haben ja gerade so was wie eine Mini-Korrektur. Spätestens dann, wenn wir hier unten drunter fallen, war es das mit korrektivem Verhalten im Kleinstbereich. Dann geht es wieder ab nach unten zu den nächsten Anlaufpunkten auf der Chart-Unterseite. Passt sehr schön. Das ist super, das an dieser Stelle zu den Wunschmärkten. Jetzt gucke ich mal rein, wir haben heute noch ein paar Informationen bekommen, muss ich mal kurz sagen. So, das passt. Ne, weitere Fragen da an dieser Stelle nicht. Also, wie schon gesagt, das war's sozusagen für den heutigen Morgen mit Blick auf die Märkte hier an dieser Stelle. Ich hoffe, für den einen oder anderen war was dabei. Ich wünsche allen einen erfolgreichen Trading-Tag und sage ciao, bis morgen früh, wenn wir hier bei Tickmill wieder auf die aktuellen Märkte schauen, im Forex-Bereich, im Index-Bereich und im Bereich der Rohstoffe. Wie schon gesagt, in Kürze nehme ich dann auch noch die Futures mit rein. Im Rohstoffbereich sehr, sehr interessant, erweitert unser Feld hier an dieser Stelle deutlich. Das Ganze wird in nicht allzu langer Zeit dann für mich auch technisch da sein. Und ansonsten, wie schon gesagt, geht es morgen früh hier live mit Blick in die Märkte weiter. Wer mag, heute Mittag, wie schon gesagt, einfach hier an dieser Stelle, ja, reinschauen in die Besprechung in meinem Wall Street Traders Lunch. Wer dort auf Facebook nicht dabei sein kann, ich bin gerade am Arbeiten, dass ich das Ganze in den Streamings auch direkt live streame, in den YouTube-Kanal der Investorschule. Also wen das Ganze interessiert, bitte einfach auf den YouTube-Kanal der Investorschule klicken und da lade ich das Video dann entsprechend auch immer hoch und in Zukunft wird es dann so sein, dass diese Videos auch automatisch live dorthin gestreamt werden. Danke übrigens für die Nachfrage an dieser Stelle und bis morgen dann. Tschüss und nochmals vielen, vielen Dank für das Zuschauen am heutigen Dienstag. Bis dann. Ciao.